Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Für alle, die es nicht wissen und für alle, die neu sind, stelle ich mich noch mal kurz vor. Ich bin Bogi, ich bin 53 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und zwei Hunden in NRW. Ich bin multikreativ, das heißt, ich mache ganz viele kreative Dinge. Ich male, ich bastel, ich buchbinde und ich handarbeite. Man sieht schon den Elefanten im Raum. Und ich tue all das auch gegen Depressionen. Also ich bin depressiv erkrankt, leide an der bipolaren Störung und habe des Öfteren mit Depressionen zu tun. Und im Moment handarbeite ich hauptsächlich und das hilft mir dabei, im Hier und Jetzt zu bleiben, nicht an gestern zu denken oder an morgen. Und obendrein entstehen wunderschöne neue Stücke, die ich auch noch anziehen kann. Ja, was will man mehr? Wie ich schon erwähnte, den Elefanten im Raum ist mein letztes Werk und das ist heute Morgen vor 3-4 Stunden fertig geworden und von der Nadel gerutscht. Und das ist der Mayan Moonshine Cardigan von Drops. Ich habe im letzten oder vorletzten Video auch Modellnummer genannt. Da könnt ihr noch mal nachschauen. Ich verlinke euch das. Und das Garn ist von Lana Grossa. Das ist das Puno Duo in Grau-Rosa und dieser Cardigan war sehr schnell fertig, schneller als ich selbst erwartet habe. Ich habe letzte Woche noch gedacht, ich brauche 2-3 Wochen und jetzt hängt er hier. Es müssen nur noch die Fäden verstopft werden und er hat sehr viel Spaß gemacht, er war sehr schnell fertig, er ist sehr einfach zu stricken, die Anleitung war gut verständlich, sie ist kostenlos für alle, die den Cardigan nachstricken möchten. Er macht Spaß. Ups, Entschuldigung, wie immer, ein Rülpser muss sein. Wo war ich stehen geblieben? Er macht Spaß und er ging mir wirklich schnell und einfach von der Hand. Jetzt zeige ich euch den Cardigan noch einmal von nahem. Einen Moment. Hier zeige ich euch den Moonshine Cardigan noch einmal von nahem. Hier seht ihr das Lochmuster. Schön durch die Rundpasse über den Ärmel geht. Dadurch, durch die Rundpasse fällt er schön glockig. Ich muss noch die Fäden verstopfen, muss kleine Fehler ausbügeln. Hier ist eins. Und hinten ist auch ein Loch passiert. Das muss ich noch verstopfen. Von hinten fällt er auch wunderschön, schön glockig. Hier seht ihr nochmal das schöne Lochmuster mit den linken Reihen und den schönen breiten Kragen. Die Jacke hat 7 Knopflöcher. Die Knöpfe muss ich noch annähen. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und ja, auch ein bisschen stolz auf mein neuestes Strickprojekt, was ich fertiggestellt habe. Und jetzt sitze ich hier und warte auf die Knöpfe, die in einem Paket kommen sollen, das sich seit 4 Tagen ankündigt, mit Verspätung, was aber absolut in Ordnung war, denn ich bin ja erst heute Morgen damit fertig geworden
Und neben den Knöpfen befindet sich in dem Paket neue Wolle, auf die ich mich schon sehr freue und schon sehr gespannt bin. Und wenn gleich das Paket kommt, dann nehme ich euch mit und dann packen wir die gemeinsam aus und dann erzähle ich euch, was ich mit der neuen Wolle vorhab. Also, bis gleich. Tschüss. Hallo am Sonntag, den 13. Oktober. Ich habe gestern den ganzen Tag gewartet, dass mein Paket eintrifft, aber leider, 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 es ist nicht gekommen. Ich bin ganz, ganz traurig. Die Strickjacke ist verstopft, alle Fäden sind vernäht und es fehlen nur noch die Knöpfe. Und ich habe nichts mehr zum Stricken. Und ja, was auch immer da passiert ist, ich habe keine Ahnung, warum das Paket noch nicht da ist. Es sollte erst am Freitag kommen. Dann bekam ich die Nachricht, dass es Freitag nicht kommt, dass es Samstag kommt. Dann habe ich den ganzen Tag gewartet, habe immer wieder DHL aktualisiert, um zu gucken, wo der Lieferstatus, wie der Lieferstatus ist. Und ja, es aktualisiert sich nicht. Es steht bei Freitag 5:53 Uhr am Morgen. Und es steht dort nur, dass das in der Region des Empfängers angekommen ist. Aber weiter hat sich bis heute nichts aktualisiert. Und so sind meine Pläne voll durchkreuzt worden, weil ich dachte, das Paket kommt, ich mache die Jacke fertig, kann euch die fertige Jacke zeigen, angezogen. Und kann euch dann zeigen, was ich noch eingekauft habe an Wolle, mit euch zusammen das Paket aufmachen. Hat leider alles nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, so sitze ich hier am Sonntag und bin gar nicht glücklich über den Verlauf der Dinge. Ich trage heute meine schöne Knitting for Olive Jacke, die ich gemacht habe, als ich angefangen habe zu flocken. Das war so im März, März, April. Auf jeden Fall im Frühjahr hatte ich diese Jacke fertig gemacht und die trage ich heute. Die habe ich gestern schon den ganzen Tag getragen. Die ist schön kuschelig und schön warm. Und ja, ich habe dann gestern vor lauter Verzweiflung angefangen, aufgeribbeltes Garn neu aufzusetzen, neu anzuschlagen. Und stricke jetzt so ein bisschen vor mich hin und hoffe, dass am Montag mein Paket kommt. Das Wetter heute ist grau in grau draußen. Es ist relativ frisch. Und ich habe für heute nichts geplant und lasse den Tag einfach auf mich zukommen. Ja, so viel dazu. Es gibt leider keine Neuigkeiten und leider, leider konnte ich meine Pläne nicht so wie gedacht durchziehen. Also, so viel dazu. Ich wünsche euch was und habt einen schönen, tollen Sonntag. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.